TV. Heute wieder einmal mit einem interessanten Thema. Goodbye Netzfrauen, keiner wird euch vermissen. Und wieder einmal ist es soweit. Die Netzfrauen geben wieder einmal auf. Bereits beim Tchibo Schlüsselanhänger Fake drohten die Netzfrauen mit ihrem Rückzug aus dem Internet. Nun soll es tatsächlich vollzogen werden. Die Netzfrauen zählen zu den größten Fake News Verbreitern aus Deutschland. Flog ein Fake auf, waren sie beleidigt und trotzig wie ein kleines Kindergartenkind. Falsche Meldungen aus dem Internet geklaut, ohne sichere Belege des Wahrheitsgehaltes. Dafür waren die Netzfrauen bekannt. Gern gab man vor, bei den Medien und in der Politik eine wichtige Rolle zu spielen. Doro Schreier, die Inhaberin der Netzfrauen, kündigte selbst in einem Video an, einmal vor dem Kanzleramt zu zelten. Ich gebe ja meine Informationen auch weiter nach Berlin, so dass es die Regierung auch wirklich erhält. Also da kann ich ganz sicher gehen. Ich kenne sehr viele Politiker und Politikerinnen. Also wir werden aber keine Partei gründen. Eher würde ich sagen, wir werden eine Bewegung auftun. Und ich habe ja versprochen, wenn wir bis nächstes Jahr nichts erreicht haben, dann werde ich ein Zelt nehmen und werde mich vor dem Kanzleramt hinsetzen und mit meinem Zelt und werde dort so lange kampieren, bis wir was erreicht haben. Auch dieses verpuffte wie alle ihre Behauptungen. Das Schlimmste an den Netzfrauen war, sie waren nicht bereit, Fehler einzugestehen. Noch heute prangt die Fehlermeldung des Tchibo-Schlüsselanhängers auf ihrer Webseite. So kann man auch Plastikwuscheln Leben einhauchen. Den größten Vogel schoss Doro Schreier jedoch mit dem Monsanto-Tribunal ab. So behauptet sie selbst heute noch auf ihrer Webseite, dass dieses Tribunal vor dem Internationalen Gerichtshof stattgefunden habe. Klar, wählte man mit Bedacht Den Haag als Austragungsort dieses Scheinprozesses aus. Aber rechtlich ist alles, was da von sich gegeben wurde, als Klopapier zu benutzen. Dummer Scheinprozess für dumme Leute. Das Beste ist die Crowdfunding-Aktion, die auch von Doro Schreier ganz groß angekündigt wurde. Man wollte für dieses Kasperletheater 1 Million Euro sammeln. Bis April 2017 kamen hier gerade einmal erst 23.092,47 € zusammen. Der Scheinprozess fand bereits 2016 statt. Auch mit dem Urheberrecht hatte Doro so ihre Probleme. So gab sie immer wieder fremde Videos und Bilder als eigene aus, ohne auf den Autor zu verweisen. Dieses mag nun der Todesstoß für das Fake News Projekt Netzfrauen gewesen zu sein. So hat nicht ein großer Konzern, den Doro doch immer so gern auf die Füße getreten haben wolle, diese zu Fall gebracht, sondern ein Journalist und Blogger. So reiht sich Doro Schreier in die Reihe abgesoffener Lügenverbreiter ein und findet ihren Platz neben dem von Karin Bohler betriebenen Dockennetz. Bei Dockennetz hat gerade den Todesstoß versetzt. Man darf hoffen, dass in naher Zukunft auch im Bereich radikaler Tierschutz zu massiven Aufgaben der Betreiber kommt. Wie seht ihr das Thema mit den Fake News? Eure Meinung unten in die Kommentare. Weitere interessante Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst den Daumen da und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.